Moin Lotta! Ja, wir sind wieder zurück, hier bei einem neuen Video aus dem wunderbaren Reddit-Forum, was wir mit unseren Memes gefüllt haben. Liebe Leute, in letzter Zeit sind viele wunderbare neue Videos auf meinem Kanal gekommen. Es wurde gekocht, es wurden andere Sachen neu ausprobiert. Viele neue Leute sind dazu gekommen, vielen Dank dafür. Aber ich habe natürlich auch die Diskussion mitbekommen der alteingesessenen Fans. Wo sind die Memes? Warum gibt es kein Video zum Subreddit? Alles andere kommt, warum nicht das? Für die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind und gar keinen Plan von irgendwas haben, Memes sind so kleine Bildchen mit lustigem Kontext. Die guckt man sich dann an und dann kichert man, weil die Situation sehr passend ist zu dem Bild. Ja, Bildungsauftrag mal wieder erfüllt. Ja, viele Leute hatten sich beschwert, wo bleiben die Videos? Warum machen wir Memes überhaupt? Was ist damit? Und ich war tatsächlich ein bisschen in der Zwickmühle, weil ich sehr viel Spaß an diesen ganzen neuen Projekten hatte. Aber natürlich auch Memes immer einen Platz in meinem Herzen haben. Und ich hatte schon überlegt, wie soll das Ganze weiter stattfinden? Sollen die Subreddit-Meme-Videos mittlerweile jetzt vielleicht in Streams kommen oder Ausschnitte aus den Streams dann später irgendwie als Video, ich weiß es nicht genau. Denn ich wollte auch wieder mal wieder streamen, ja? Und ich dachte, das wäre eigentlich ein ganz guter Anlass dafür. Falls ihr das auch cool fändet und mal regelmäßig reingucken würdet, vielleicht irgendwie einmal die Woche oder so, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Weil Streams wären eigentlich schon geil, aber so ein bisschen fehlt mir natürlich immer noch die Zeit und auch die Motivation manchmal. Deshalb, ihr könntet das theoretisch ändern. Ansonsten wurde dieses Format natürlich auch immer ein bisschen benutzt, um zu gucken, was gibt's Neues, was lässt sich noch sagen. Es gibt wunderbare neue Folgen vom Brainpain und vom 42 Film Podcast. Gerne beides auschecken unten in der Videobeschreibung. Und es ist ja bald soweit. 27.04. kommt das Hörbuch auf allen wunderbaren Plattformen raus. Kapitel 1. Ein Hobby. C. Klick. V. Scroll. Zum Kaufen und zum Streamen tatsächlich auch. Viele Leute hatten gefragt, kommt das auf Spotify, kommt das auf Apple? Ja, aber die Ehrenmänner und Ehrenfrauen, die holen sich's natürlich, weil da gibt man noch ein bisschen was zurück. Ich glaube, bei Streamen bleibt jetzt nicht viel über. Aber okay. Kommen wir aber zu diesem kleinen, wunderbaren, lustigen Bildchen mit Kontext. Viele Leute haben sich im letzten Monat die Mühe gemacht, irgendwas zu bauen, wo ich nicht reingeguckt habe. Und wir werfen jetzt mal einen Blick drauf und ich glaube, der Großteil besteht einfach darin, dass ich nicht in dieses Reddit-Forum geguckt habe. Naja, mit 1100 Upvotes. Denk mal nach, Timon. Henno, Glatze, viele Abonnenten. Timon, keine Glatze, weniger Abonnenten. Einer der Vorteile mit Glatze. Ja, weird, dass sich Henno einfach eine Glatze rasiert hat. Wahrscheinlich aus Corona-Gründen. Ist problematisch, wenn man sich tatsächlich die Haare nicht schneiden kann. Meine Haarpracht glänzt ja immer noch in vollem Umfang. Ich hatte es in der letzten Brainpain-Folge angesprochen. Es wurde ein bisschen schwerer angelegt. Weil ich glaube, sonst wäre ich wischmopp-technisch auf meinem Kopf ganz vorne mit dabei. Ich glaube, das möchte keiner sehen. Also wirklich. Egal, was passiert, da muss gegengearbeitet werden. Gerade hier, wenn die Haare so ein bisschen aufs Ohr pieksen. Es gibt wenig Schlimmeres auf der Welt. Klängern. Ich würde ja mehr tweeten, aber passiert halt nichts. Die Welt. Aber ich meine, jetzt so innerhalb meiner Lebenswelt. Wenn draußen alles brennt. Ja, ich kriege davon relativ wenig mit. Ich gehe auch nur raus, wenn ich Klopapier brauche. Danke übrigens an die Menschen, die mir das ganze Klopapier weggekauft und gehamstert haben. Manche Menschen brauchen einfach nur eine normale Menge davon. Irgendwann wird es dann auch ein bisschen eng. Ja, ansonsten wird halt relativ viel nebenbei an vielen, vielen, vielen Projekten gearbeitet. Einige kommen davon vielleicht auch hier auf diesem Kanal bald. Wir haben ja auch Merch, aber der ist ja auch schon ein bisschen älter. Vielleicht kommt da irgendwas Neues in der Zeit bald. No Spoiler. Vielleicht doch ein bisschen. Aber ich möchte natürlich, dass das Ganze geil wird, dass das eine geile Qualität hat, auch ein bisschen abgesteppt wird. Und da arbeiten wir gerade noch fleißig dran, dass das auch gut wird, weil ich möchte halt nicht, dass irgendeine Scheiße am Ende bei rumkommt. Deshalb, wenn man es macht, richtig machen. Normales Zeug über den Raffling kaufen? Nein. Sexspielzeuge kaufen, damit die Videos lustig bleiben. Bezüglich der Amazon-Produkt-Raffling-Reihe. Ich weiß auch nicht, welche Leute auf die Idee kommen, irgendwelche Sexsachen über meinen Link zu kaufen. Offensichtlich, wie gesagt, ist ein großer Drang da, wenn man meine Videos guckt. Ich kann es keinem verübeln, ja. Ich kann nur sagen, ich kaufe die auf jeden Fall nicht, nur damit die Videos lustig werden. Die kommen schon von eurer Seite. I think I forgot something. If you forgot, then it wasn't important. Yeah, you're right. Dieses wunderbare Forum. Ja, wurde ja gut vorprognostiziert von mir, dass die Memes hauptsächlich darum gehen, dass keine Videos kamen. Es sei mir verziehen! Eigentlich geht das nicht. Eigentlich kann ich mir das nicht selber verzeihen. Egal. Wenn man sich als Klängerns Bruder ausgibt, sich aber gerade in seinem Stream findet. Upsi. Ähnlichkeiten rein willkürlich. Aber hätte ich einen Bruder, wäre das, glaube ich, ein guter Weg, um ihn indirekt zu pushen. Ist er aber nicht. Ich glaube, das würde ich auch zugeben. Aber wie viele Leute wurden wohl heimlich aus der eigenen Familie oder aus dem eigenen Bekanntenkreis durch solche Wege gepusht? Ich meine, klar, Dougie B pusht ihre Schwester und so. Das ist ja normal, das weiß man ja. Aber so indirekt? Bestimmt. Nicht so wie hier. Nee, also,
Dafür, nein. Wenn du zum chinesischen Kellner gracias sagst, da kommt wieder die weltkulturelle Offenheit zum Tragen. Ich muss auch sagen, ich sehe echt geil mit Schnäuzer aus. Ich habe auch schon überlegt, Projekt Bart in der Corona-Zeit einfach wachsen zu lassen. Das ist das Endergebnis bisher. Ich glaube, ich bin einfach evolutionstechnisch paar Steps weiter. Bartwuchs oder generell Haarwuchs ist nicht so gegeben. Das klang falsch. Almans, wenn es irgendwo veganes Essen gibt, schön dann ein paar Bockwürste dazu und dann schmeckt das auch richtig gut. Oder Mettwürste, auch immer gutes Rezept. Ja, true. Ah, die gute deutsche Küche. Man nehme etwas Veganes, packt ganz viel Fleisch rein, fertig. Ich stoße meinen Arm am Tisch, mein Nervensystem. Ah, ich kann es fühlen. Ah, ganz unangenehm, ganz unangenehm. Mir fällt auch gerade ein, ich habe das manchmal, wenn ich schlafe, schlafe ich auf meinem Arm. Und wenn ich aufwache, ist er ebenfalls so. Wenn dann der Wecker klingelt, kriegst du den Arm ja nicht rum. Das heißt, manchmal nehme ich den Arm mit dem anderen Arm und lege ihn dann auf den Wecker. Man muss sich einfach nur zu helfen wissen. Trick an der Stelle, falls euer Arm abgestorben ist, macht's einfach so. Die Robbe am Ende lasse ich heute mal weg. Ich glaube, selten hat jemand, der einen Menschen umbringt, süßer ausgesehen. Aber das ist auch der Grund, warum der Käfig gerade nachts doppelt gesichert ist. Man muss vorsichtig sein. Es freut mich übrigens, dass Fred und George sehr, sehr, sehr zur Erheiterung in den ganzen Kochpausen beigetragen haben. Ich glaube, die beiden haben sich auch darüber sehr gefreut. Ja, beide schlafen aber gerade. Review über Billy Boys machen. Review über Automatone machen. Es gibt auch YouTuber, die laden auch noch auf anderen Videoplattformen Videos hoch, wo das erlaubt wäre. Falls man die komplette soziale Ächtung in Kauf nehmen möchte, kann man das auch machen. Ich bin eher abgeneigt davon. Merkwürdig. Mein Liebesleben. Was Klängern denkt versus Realität. Ja gut, jetzt geht wahrscheinlich eh nicht so viel. Also sorry an alle, die nicht mit ihrem Partner zusammenleben oder einfach Single sind. Belastend auf jeden Fall, belastend. Aber dafür haben wir ja die Brainpain-Partner-Vermittlung. Gibt's auch irgendwo auf Reddit. Brainpain-Partner, glaube ich, ne? Da kann man Kontakte knüpfen. You look like Nelson Mandela. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Ja, quasi genau so. Selten habe ich ein Bild von einem anderen Menschen gesehen und gesagt, der sieht ziemlich nicht aus wie ich. War das Deutsch? Ich glaube, ja. Ich gucke dieses Bild an. Es ist, als würde ich in den Spiegel gucken. Vielleicht sieht Nelson Mandela auch aus wie ich. Kann auch sein. Klängern hat seit fast einem Monat kein Subreddit-Video mehr gemacht. Papa Platte checkt mindestens einmal die Woche sein Subreddit. Wieso hat Papa Platte mich überholt? Ja, deshalb auch der Ansatz, also nicht deshalb, aber die Idee ist ja trotzdem da, da öfter reinzugucken. Die Streams, wo man das machen kann. Und man kann auch ein bisschen casualiger labern als in den Unterhaltungsvideos hier. Fragen beantworten, einfach schnacken, Sachen angucken. Vielleicht ein bisschen was zocken, vielleicht auch nicht, wer weiß das schon. Falls ihr noch weitere Vorschläge für die Streams habt, gerne unten in die Kommentare. Ich weiß nicht, ist so ein Zweitkanal sinnvoll, wo dann irgendwelche Ausschnitte kommen? Wäre dann natürlich eine krassere Trennung? I don't know. Nein, noch ein Kanal, den er dann 2 Wochen macht und dann nicht mehr. Ja, aber es war doch nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Ich dachte, es wird mehr darauf rumgehackt. Aber gut, das waren auch Memes teilweise von einem Monat. Von daher, das war ein kleines Update zu der ganzen Situation dieses Kanals hier. Und natürlich zu den Memes, klar. Und ich bin sehr froh, dass wir aktuell jeden zweiten Tag wirklich ein Video haben. Das hilft tatsächlich, so einen kleinen Rhythmus ins Leben reinzubekommen. Julian Bam hatte jetzt auch ein Video hochgeladen, wo er so einen Einblick in sein Leben gibt und dass er sich eigentlich mal ein bisschen selber weiterentwickeln möchte. Ich bin tatsächlich auf einem sehr guten Stand. Ja, es wird gelesen, es wird Sport gemacht, es wird gearbeitet, viele Projekte. Klar, Tiger King durchgeguckt, natürlich, muss sein. Es läuft auf jeden Fall und deshalb auch vielen Dank an euch, dass das Ganze hier überhaupt möglich gemacht wird. Vielen Dank für euren krassen Support in letzter Zeit. Ja, und dann gehe ich jetzt Milchschnitte mit Bacon essen. Wird bestimmt gut schmecken. Vergesst nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, um die nächsten Videos auch nicht mehr zu verpassen. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.